Jo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer weiteren neuen unglaublichen Trainingswoche. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal. Ich habe mir die Stats letzten Monats angeschaut. Über 90% von euch sind keine Abonnenten. Also abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen. Das hilft mir, das hilft euch. Let's get it on. Heute steht Let's Push am Programm an. Ja. Erste Einheit, wir sind in einem aggressiven Refeed, also wir haben gestern und heute aggressiven Refeed vom Coach bekommen, einfach weil ich ein Trottel bin und einfach zu viel gemacht habe letzte Woche. Also war wirklich so, dass ich Datenanalyse technisch geschaut habe, gesehen habe, okay, ich habe fast 25.000 Schritte gemacht und hier wieder über 20.000 und hier wieder um die 20.000. Out now, the Ultimate V8 Limited Edition, Miami Vibes. Get it for only $39.99 at www.westsports.eu or the local retailer you trust. This is for the pros. Und hier wieder um die 20.000 und mein Max ist aber so um die 16.000, die ich machen soll, also teilweise fünf, teilweise doppelt so hart drüber geshootet und ja, also doppelt so hart an 10.000 mehr gemacht, als eigentlich sein sollte. Dadurch Körper natürlich Stress, ja, Stressreaktion, ich mehr Schritte, Körper Stress, Gewicht geht nach oben, ich mehr Schritte, Körper Stress, Gewicht geht nach oben und ja, jetzt haben wir gesagt, hey Machete, entspann dich ein bisschen, taper das Ganze down. Jetzt haben wir im Prinzip unseren zweiten High Day mit maximal 10.000 Schritte. Ich habe jetzt auf der Uhr 1.700 und Schritte technisch habe ich schon 5.000 gemacht. Also Piano, wie man so schön sagt. Schau, dass das relativ niedrig ist für heute. Ich habe jetzt zwar noch ein, zwei Termine nach dem Training und zwar einmal ein Kostüm anpassen. Und dann geht's einkaufen und da schaue ich, dass ich so meine restlichen paar Tausend da reinkriege. Ja. Und dann geht's eigentlich schon wieder nach Hause. Ja. Der Tag ist wieder gelaufen. So schaut's aus dem Schnecken aus. Check-in-Block ist erledigt, Kunden sind bedient. Somit, ja, es läuft einfach. Somit, Bratan und Bratugas, wünsche ich euch natürlich viel Spaß und gute Unterhaltung bei unserer Let's Push Session. Let's go, meine Freunde. Einer noch, komm jetzt. Ja. Ja.
So, meine Freunde, kommen wir zum Feedback unserer Light Push Session. So schaut es mal aus. Ich habe jetzt noch einen Termin gehabt, deswegen das Feedback eine Spur verspätet. Ja. Wir haben auf der Hammer Strength Pulldown Maschine mehr Gewicht genommen, statt 55 auf 60 gesteigert und statt den 45 50 gemacht. Ja, dementsprechend etwas weniger Reps durchbekommen, was auch absolut okay ist. Dann wieder 85 Kilo auf 5 ordentliche gedrückt, diesmal, was sehr, sehr geil ist. Ja. Und dann 65 auf einmal 13 und einmal 11,5. Ja. Also da ein bisschen verkackt beim zweiten Satz. Kraft ausgegangen. Ja. Tipps mit 120, das war top. Die Single Arm Row Arounds waren eher, sagen wir so, improvisiert mit diesem Sessel, den ich mir da geholt habe. Ja, kann man besser machen. Dafür aber gesteigert bei den Triceps Pushdowns, ja, vom Gewicht her. Der erste Satz geht immer super smooth, der zweite ist eine Katastrophe und der dritte ist dann wieder der absolute Kampf. Also ihr seht, auch Intraset technisch, wenn sich da sagen wir so, das Gewicht nicht ändert, aber du bist ja trotzdem müde. Der erste Satz geht locker flockig dahin und dann der zweite ist ein Challenge und der dritte so oder so. Also dahingehend einfach trotzdem gut gesteigert auf den V-Stations dort im Fit One. Und geschaut, dass wir wirklich schön durcharbeiten. Curls dafür auch wieder mehr Reps gemacht und bei den Side Raises eigentlich konstante Leistung gebracht. Somit eine gute Einheit. Ich habe den Carbs den Weg gewiesen. Ja, ich denke, der Coach ist auch zufrieden. Ich habe ein paar Videos geschickt. Von Intensity her sollte das eh wie immer passen. Und ja, gestern Refit gehabt, heute Refit. Somit Energie ist da. Ich merke halt natürlich sofort den Zuschuss an Kohlenhydraten und ja, geil. Kann man so machen, ja, würde ich jetzt mal sagen. Wichtig ist, dass ich mich jetzt nicht mehr weiter stresse in der Prep, sondern wirklich einfach nur noch ausführe und einfach den ganzen Prozess einfach mehr enjoy und nicht nur wie ein Idiot da probiere, irgendwelche Zahlen zu erreichen, was die Waage sagt. Ja. Im Training Zahlen zu erreichen ist was anderes, ja. Da ist natürlich auch wichtig, dass das mein subjektives Empfinden ein bisschen getrübt ist, ja, durch SD, du hast weniger Weichteilhemmung, all die Ls fühlen sich an, wie wenn sie mich auseinanderbrechen würden, all diese Kleinigkeiten. Deswegen hat man ja einen Coach, deswegen der sagt, hey, nimm da 10 Kilo mehr, nimm da 5 Kilo mehr, passt so, etc. pp. Somit, ja, ich freue mich natürlich, dass es jetzt weitergeht. Und in circa 2 Stunden gibt es das nächste Meal. Ich habe gerade vorher gegessen, meine Waldbeeren mit Skier und ein paar Maiswaffeln dazu. Und ja, jetzt geht's weiter. Let's go. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Video, was kommt. Wenn ihr die alten Videos noch nicht gesehen habt, checkt sie unbedingt aus. Vergesst nicht, Kanal abonnieren, Glocke drücken, liken und in die Kommentare schreiben, was ihr heute trainiert. Gute Ehre und